hier gleich wieder was angeln. Okay, das war's wieder. Oder habe ich noch einen Köder? Doch, das geht auch. Ach, vielleicht... Vielleicht muss ich den mit der Giftknolle fangen? Das weiß ich halt nicht. Dass ich den gleich killen muss beim Fangen. So. Das packe ich mal ein. Ja gut. Wer könnte denn hier wohnen? Senkwaldherberge. Weil Herberge klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Ach, hier könnte ich mir ein neues Floß auch dann basteln. Aber warum? Was? Es geht mein Floß kaputt? Ich das hier abernte. Eieiei, das ist ein Dreckswetter. Hallo? Oh, we're not really taking new visitors. There's been an incident. But with the storm... Well, I'll give you the room we were planning to give the detective. We're just about full otherwise. Okay. Klingt so, als gäbe es hier Probleme. There's been a theft in one of the rooms. The police are on their way now, though it might take a while. Don't worry, though. The thief wouldn't dare strike again. Was wurde gestohlen? Some sort of important book. Real valuable, I guess, by the way Mr. Historian is reacting. I don't claim to understand what it does. I just know we can't have any thieves making an escape. Gibt es irgendeine Spur? We got all kind of weirdos here. We could be just about any one of them. They're all exhausting me. Most of the guests are napping right now, though, so it's nice and quiet for the moment. Look, since we've got this shady business going on here, I'm not going to charge you. You can have a room upstairs, first door on your right. At any rate, it looks like you don't have much choice but to stay. Storm is raging out there. Ja. Haben wir jetzt hier so eine kleine Krimi-Geschichte? Was hat es mit dieser alten Herberge auf sich? My great-great-grandparents built it as a waypoint for expeditions north and for folks building windmills on the Tiefmoor Bluffs. It's well past its glory days. I can't imagine this situation is going to do much to boost its reputation. Dass da überhaupt so viele Leute herkommen. Man muss ja da erst umständlich hinfahren. Irgendwelche Verdächtigen? Not exactly. Well, there was this university student. Strange thing. She arrived around noon, coming from Narva. A few hours later, the historian arrived, followed by Helena and that businessman, Vadim. The student went off to her room. I figured she wanted an early start in the morning. But then she came out a little after sunset, bags all packed, telling me she had to leave and take care of an emergency. I felt bad for her having to leave in the night like that. Sehr mysteriös. Haben wir jetzt so ein bisschen Inspektor Poirot oder so? Oh, was liegt hier denn? Shady and Post, die Ruinen werden gerettet. Die Geister darin jedoch nicht. Die Tiefmoor-Ruinen werden seit heute wieder geschützt, nachdem die Sorge nach Störung des heiligen Bodens aufkam. Die neuen Gesetze besagen, dass die historischen Ruinen nicht für Profit genutzt werden können, falls ein antikes Relikt in der Stätte gefunden wird. Vielleicht stand in dem Buch drin, wo oder wie man dieses Relikt findet? Ein früheres Gesetz besagt jedoch, dass im Falle eines solchen Fundes auf einer historischen Stätte jenes Land automatisch an die Forschung übergeht und von Wissenschaftlern frei für Studien und Aufzeichnungen für die Nachwelt genutzt werden kann.
Leider schützt dies nicht die Ureinwohner der Gegend, die fest daran glauben, dass die heiligen Ruinen von niemandem jemals betreten werden dürfen. Aktivisten haben laut beteuert, dass es in den Ruinen nichts Interessantes zu finden gibt, aber die Zeit wird zeigen, ob das stimmt und ob die Wissenschaft oder die Wirtschaft die Klippen erobern werden. Okay. Ein Kriminalfall. Ein bisschen Indiana Jones Feeling. Reserviert für Radmilla Belinda. Sollen wir mit denen erstmal reden? Oder ich guck mich erstmal so um. Riley Amir. Da komme ich nicht rein. Hallo? Who are you? You don't look like the authorities. Another suspect. When did you get here? Ich bin vor ein paar Minuten herübergerudert. Oh, sure. Well, watch yourself. There's a thief on the loose, and no one's even trying to catch them. Was hat der Dieb geraubt? In my translation book. It contains runes that would allow me to enter and learn more about the Tiefmoor ruins. It's highly sensitive and confidential information. I was on my way to the ruins when the thief made their move. Very few people know about the translation book. Someone must have been following me. Das ist sehr verdächtig. And the authorities. Delayed by a boating mishap. At this rate, the thief is going to slip away in the night. Oh, ein Buch. Die Tiefmoor-Ruinen, eine einfache und spirituelle Diskussion. Helena Martwood. Es gibt manche Leute in Eastshade, welche die Illusion nicht loswerden. In den Ruinen würden sie große Reichtümer und antike Wunder finden. In Wahrheit ist es unter den Ureinwohnern allerdings seit langem bekannt, dass die Ruinen unserer Vorfahren nichts von materiellem Wert enthalten. Diese Gräber sind die Heimat unserer Vorväter. Und hindurchzutrampeln, um Reichtum und Antworten über die Vergangenheit zu finden, würde das Andenken derer beschmutzen, die vor uns lebten. Ich habe es zuvor gesagt und ich werde es immer und immer wieder sagen. Außer den ruhenden Geistern gibt es absolut nichts in den Tiefmoor-Ruinen, das einen modernen Einwohner von Eastshade beeindrucken könnte. Aber sind die Geister real oder ist das, melden die sich irgendwie zu Wort oder wie sieht's da aus? Uch! Ich steig erstmal auf die Gitarre oder weiß nicht, wie man das Instrument überhaupt nennt. Hi, I'm Amir. You are going to crack this case, right? My girlfriend and I were supposed to play a show tonight. Oh, this is horrible. Du scheinst dringend von hier verschwinden zu wollen. Yeah, I am. I just told you that. We were really hoping to play Inava tonight. Ach, deshalb ist er nicht gekommen, oder wie? But there was someone down on the beach late last night. I couldn't sleep, so I was looking out of my window at the lake, searching for inspiration. But yeah, someone was down there. War das jetzt... Ich meine, da sollte doch... Da war doch einer angekündigt, der Barde. War das der und deswegen kam der nicht? Aber die andere hat ja dann auch nichts gesagt mehr, die Geschichtenerzählerin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Bug war oder ob das Absicht war. Aber dass die Geschichtenerzählerin dann nichts mehr gesagt hat im Tarnished Teapot, das war hundertprozentig ein Bug. Na gut, konntest du sehen, wer es war? I couldn't tell. They seemed like they might be tall, maybe, but certainly mysterious. Was? Die Tiefmoor-Ruinen? Wen hast du am Strand gesehen? I couldn't tell. They see... Okay. Welches ist noch gleich dein Zimmer? Just past the innkeeper's counter. You can go in. The door's unlocked. We figured, since we don't have any interesting books, we're probably safe from the thief. That businessman, Vadim.
He's pretty strange. Obsessed with money. He's given me several nasty looks. And the woman over in the corner. Belinda? She keeps giggling at everyone. They're a point of controversy around here. Some people want them open to the public, and some people think they're a sacred space. I understand that the ancient people wouldn't have wanted us to disturb their tomb, but it would have been pretty neat to play a show in there. Jetzt schaut er mich an, okay. Und die hier kichert immer. Hello, Detective. My name's Belinda, and I'm an open book, I tell you. Any questions you have, I'm completely ready to answer. I don't have a single thing to hide. The only suspicious thing I've seen is that historian. He's been running into our rooms, snatching up our things and dragging them around for others to inspect. It makes you wonder if he isn't trying to cover something up. Und warum bist du hier? My sister and I are taking a relaxing vacation. She hardly gets out of the house anymore, and I thought the fresh air out here would do her some good. Ist sie krank? Knees, thighs, toes. A continual upset stomach. Old age, you might say. Okay. Und ist dir irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Also vielleicht außer dem Historiker? I have. It seems that Miss Helena is unwell. I've seen her looking very sick and tired as she moves about the inn. You'll see. Something's wrong with her. We need clues. Leads. Anything to move this case along. Lustig, dass die mich jetzt schon als Inspektor bezeichnet hat. Also ich bin jetzt zufälligerweise bin ich jetzt hier die Ermittlungsbehörde. Erzähl mir mehr über die Tiffmore-Ruinen. The ruins are an incredibly rich source of culture and heritage for the people of Eastshade. I believe that within the ruins there are relics that would help us understand our beginnings on this island. But somehow, there are people who think history is a waste of time, and they've thwarted my efforts of discovery at every turn. Sagt er noch was? What a mess this is. Just about everyone in this area has an opinion on them. Indigenous people think no one should even look at them. Most everyone else just wants to see what's inside. I had a pal who snuck inside when we were kids. She wouldn't tell me what she saw in there, though. Kinda doubt she actually did it. Okay. So, das ist also Amir. Aber ist dann denn seine Freundin da drin? Ist das hier seine... Ah ja, die hat so ein kleines Ding. Da, Yuri the Bard. Are you the authorities? Do you paint the crime scene to help find clues? Ja, Gerechtigkeit. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Okay, well, my boyfriend and I really need to get off this lake. We're supposed to be playing a show in Narva tonight, but the innkeeper won't let anyone leave. Tut mir leid, das zu hören. It's so frustrating. We've never played anywhere important, and the one chance we get, this has to happen. Okay. Weißt du etwas über den Diebstahl? A book was stolen. It must contain the meaning of life, because I can't see any other reason it would be such a big deal. Naja, wenn man damit dann irgendwie alte Schriften entziffern kann und dann vielleicht weiß, wo es da irgendwie eine Geheimtür gibt oder so. We got here yesterday afternoon.
We ate dinner, played some music, and went to bed. I heard some scuffling in the middle of the night, but I just thought it was rats. Ugh, they're everywhere. It's such a bad situation. The indigenous people just want the land to stay sacred. All they ask is that no one goes in the ruins. But the university is constantly sending people over to investigate. They want to extract the artifacts. And there's this new law that says if the scientists can't find any ancient relics in the ruins, then the ruins aren't historically important, and so don't get any protections. That means the sacred space could be dishonored by random hikers. I mean, of course the scientists won't find any relics. They aren't even allowed inside. So the land is really in peril right now. It's just a mess. Weißt aber ganz schön viel darüber. Just hurry up and find the criminal, okay? Forscher werden natürlich nichts finden. Radmilla, Belinda. Okay, dann ist Radmilla die Schwester und die ist krank. Oh. Die geheimen Mächte der Tiffmor-Ruinen, heilende Magie. Manch einer glaubt, die Tiffmor-Ruinen beherbergen eine magische Kraft, die alle Wunden schließen und alle Krankheiten heilen kann. Warum wir die Ruinen jedoch nicht aufsuchen, um uns dieser Kräfte zu bedienen, ist unbegreiflich. Viele sind sogar der Überzeugung, dass es bereits reicht, sich in der Nähe der Ruinen aufzuhalten, um simplere Krankheiten zu heilen und Sorgen zu vertreiben. Es ist traurig, dass die Nachfahren derjenigen, die diese magischen Orte errichtet haben, diese wundervolle spirituelle Energie nicht mit uns teilen wollen. Stattdessen schließen sie sie weg. Wollen sie die Kräfte nur für sich allein? Doch wir müssen ihre Wünsche respektieren und können über die unglaubliche Energie innerhalb der Wände dieser zerfallenen Gräber nur weiter staunen. Okay, aber also ein Motiv haben wir jetzt so einige. Ich meine, die möchte die Ureinwohner schützen und um sie zu schützen, muss dort ein Relikt gefunden werden. Die Dame hier möchte vielleicht einfach geheilt werden. Ah, so you finally made it, Detective. I was hoping you'd be delayed, so we could have more excitement. Das alles gefällt dir? Well, of course. My sister Belinda dragged me here all of a sudden for a quiet retreat. But I don't much like quietly retreating. I'd rather have the suspense of a conniving thief in our midst. Oh, das haben wir jetzt. Aber hast du etwas Merkwürdiges gesehen? No, I'm trapped in this bed. There's nothing at all to see here. But I did hear a young girl pacing outside my door before the theft. She seemed very flustered. I called her inside and we talked a bit about books. She was a student at the university. Suddenly she said she needed to go. What a sad girl. Danke. Das ewige Schlachtfeld der Liebe. Im Mondlicht gebadet hielten sie einander in den Armen. Sicherlich wird uns niemals etwas auseinanderreißen. Haben wir doch Bestien und eisige Nächte, Hunger und Dürre widerstanden und liegen einander nun endlich in den Armen. Unsere Liebe soll auf ewig halten, doch unsere Kämpfe sind noch nicht zu Ende. Die Zukunft unserer Leben steht in den Sternen und das ist nur der Anfang. Du kannst gehen und ein einfacheres Leben anstreben. Eines voller Reichtümer und Bequemlichkeit, Wärme und einem weichen Bett. Niemand würde dich verurteilen. Er wusste, dass keine Wärme so echt sein würde wie die ihrer Hände. Kein Bett mehr bequem sein könnte, nachdem er mit ihr den Boden geteilt hatte. All seine Reichtümer und Behaglichkeit fand er in ihren Augen, ihren Geschichten, ihrem Lächeln. Ich gehe mit dir. 5941.
Schreib mir das mal auf. Ein Code. Schreibe ich das hier auf. Was habe ich hier? Kassenzettel muss reichen. Interessant. Ach, da drüben war jetzt hier auch noch ein Buch. Hätte ich das hier etwas übersehen? Nee. Ich guck mal weiter.